Stress ohne RTL. Stani wurde leider von der Polizei verhaftet. Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir sind hier gleich mit ganz vielen YouTubern am Start, denn wir wollen hier wieder zu DSDS und Kian anfeuern, Freunde. Ich will hier mindestens 3333 Likes sehen. Und wenn du noch nicht Abonnent bist, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Wir sind auf dem Weg zu den 850.000, denn dieser Vlog wird, glaube ich, richtig, richtig geil. Also kommt mit, schnell, schnell, kommt mit. Freunde, der Erste, der gerade hier reinkommt, es ist MBK. Alles klar? Alles klar? Ja. Den allerechten Rhiny. Aus dem Lotus-Clan. Was geht, Bruder? Der Lotus-Clan, was geht ab? Was geht ab? Ich bin gerade gekommen mit meinem Roller. Ich sag euch, Alphastein wird der Nächste sein. Woher ich das weiß? Geheime Quellen bei dieser Besprechung, die wir hier gerade am Tisch haben. Bro, ich weiß es doch. Ach ja, ja. Aber ich mache mir da selber keinen Druck. Hä, der hat einfach die Alphastein-Jacke, Jungs. Nein, Jungs, das ist Alphastein. Ich hab's euch gesagt, Leute. Hä, was für ein Zufall, dass wir zwei Leute einfach haben mit der gleichen Jacke. Hey, Alphastein! Hä, was machen die da hinten? Lukas, komm mit Alphastein und Amir, was geht, Jungs? Was geht? Was geht, Bro? Wir haben alle Hunger. Wir müssen aber warten, bis die ein oder anderen hier am Start sind. Aber die kommen einfach nicht. Deshalb bestellen wir jetzt schon mal, oder? Was sagst du dazu, René? Können wir jetzt endlich bestellen? Ja, was darf dann sein? Ich will einmal Grillteller. Was hast du? Grillteller, habe ich gesagt. Oh mein Gott, die ganze Bande hier, Bro. Ich glaub's ja nicht. Was geht, Junge? Ey, hör mal auf, mich zu filmen, ey. Lass... Guckt euch mal diesen Tisch an, wie geil das hier aussieht und wo bleibt mein Essen? Ich glaube, mein Essen kommt gerade. Ey, der haut wieder ab. Okay, dann gibst du mich heute kein Essen. Danke, Chef. Wow. Piep, 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 die haben uns alle lieb. Guten Appetit. Black Day. Max und Jean auch am Start. Wir haben fertig gegessen und jetzt gucken wir, wer am Ende zahlen muss. Seid ihr bereit? Shooter! Wir machen erst die Seite vom Tisch, also erstmal nur wir. Und dann hier. Okay. Oh! Bro, das sind mehrere 100 Euro, ne? Okay, erstmal wir. Ey, hey, zu viel! Nee, Digga, warte, das erstmal uns und du machst hier noch. Oh mein Gott! Ja! Ich will nicht mehr. Aber es heißt noch nicht, dass er das macht. Nein, nein. Jetzt hier. Jetzt hier. Dann sitzt sie. Amir, jetzt ist Finale, Finale. Ja! Amir, du hast einfach die ganze Rechnung von uns eingezahlt. Ich hab selbst 200, 300 Euro. Amir, wie fühlst du dich? Kann ich spüren. Ab mit dir in die Küche, Junge. Die ganze YouTuber-Crew ist hier einfach am Tisch und wir sind alle hier für Kian! 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 Das sind die Schuhe vom echten Alphastein. Jetzt macht er einfach Face-Reveal. Al? Hehe, Timmy hier. Ami hat uns gerade nämlich erzählt, wie viel er zahlen muss. 300 Euro muss er gerade zahlen. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg und gehen Richtung MMC Studios. Ich dachte, DSDS? Ja, das ist dort. Wir fahren jetzt zu diesen MMC Studios. Hey, halt doch. Heute, Amir musste wieder mal zahlen. Der Arme hat auch, glaube ich, letztes Mal schon so oft gezahlt. Ehrenmann. Amir, danke dir. Kein Problem. Leute, lasst ein Like da. Studios oder nicht? Ja. Hey, hey, was wollt ihr denn eigentlich? Geht mal weg. Was wollt ihr von uns? Haben sie geraucht oder getrunken? Lotus Clan, verzieht euch! Was wollt ihr jetzt aus dem Netherite Cup Team, ey? Eklig, ey. Guck mal, wie die uns auslachen, Leute. Ey, der furzt die ganze Zeit. Das Auto. Hallo? Kaka. Money, baby, baby. Hinter uns sind Autos, Alter, er will nicht weggehen. Lukas, fahren Sie doch. Hinter uns sind Leute. Sag mal, geht's dir noch ganz gut da hinten? Junge! Digga, aber ganz dick hier. Wahnsinn. Junge, Wahnsinn, mit dem beschissenen Auto. Immer diese unerzogenen YouTuber. Ey, bist du nicht YouTuber? Finale! Sieh
you. Ja. Bist du gehypt? Wo sind wir gerade? Ich bin gehypt. Wir sind auf dem Weg zu MMC Studios, wo Kian seinen Auftritt haben wird. Freunde, er wird 3 Songs heute performen, nicht ein, weil den letzten Mal hatten wir immer nur einen und hatten dann gar keine Stimme mehr. Was wird passieren, wenn wir 3-mal hintereinander rumschreien wie Neandertaler? Was sagst du dazu? Kian. Ferdinand. Ich bin so froh, dass wir uns nicht an dieser Schlange anstellen müssen. Aber wir müssen einfach straight gleich reingehen, denn die stellen sich gerade hier für 2024 DSDS offenes Casting an. Also MBK, wenn du auch mitmachen willst, dann mach mit. Oder bald, bald. Freunde, die Gruppe ist beisammen, aber es sind trotzdem noch einige. Lukas, Seppel und ein paar andere. Ja, lustig auch dazu gekommen. Ist das nicht Candy? Ich weiß nicht. Ryan, ist das dein Bruder? Also das halte ich für ein Gerücht. Ey, zu krass. Einfach Ryans Bruder. Ich kann es nicht glauben. Ja, ey, die haben sogar synchron gerade nach links. Oh mein Gott. Ja, was haben wir das Gipfel? Moin, ich bin Freebus. Er ist auch wieder da. Alle für Kian. Leute, für wen sind wir? Kian! Ich werde hier einfach von dem Borlas. Borlas am Schuh! Warte mal, was? Borlas? Na, meine Rentner, geht's euch gut? Soll ich euch einen Stuhl organisieren? Nee, Bro, Füße bequem, Bro. Wirklich? Geht's deinen Knien gut, du Rentner? Hey, meine Knien geht's wunderbar. Special-Tickets, Stani, Russik, zeig die zwei Jungs mal. Danke, Alter. Die zwei und ich, wir wurden gebeten, um einfach gleich bei Kian in der Lounge zu sitzen. Ich weiß selber nicht, was passieren wird, aber wir nehmen euch mit. Kommt mit, let's go. Ich glaube, wir kommen auch ins Recall damit. Ja, Recall. Ey, wie geil ist das? Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Der Eimer. Hast du für Kian schon angerufen und supportet und Werbung gemacht und alles? Amir, der größte Ehrenmann, hat für alle aus der Crew, für die Familie, für die Freunde, für die YouTuber einfach so viel Wasser besorgt. Einmal ein Herz für Amir in die Kommentare. Amir ist einfach der Wasserboy. Wo ist Stani Stace? Stani wurde leider von der Polizei verhaftet. Ich öffne die Augen und beginne den Tag. Für Fortnite! Stani hatte einfach eine Tasche dabei und diese Tasche durfte er nicht mitnehmen. Und jetzt muss er den ganzen Weg zurück. Also alles, diese ganze Mühe wegen dem Warten, alles umsonst. Und er muss jetzt wieder eine halbe Stunde warten. Hä, wo warst du denn die ganze Zeit, Stani? Oh, ich muss jetzt gerade meine Tasche, meine leere Tasche muss ich abgeben. Und warum bist du erst jetzt gekommen? Wir haben eine halbe Stunde auf dich gewartet. Wollten mich zur Seite ziehen. Und warum? Weil du kriminell aussiehst, oder was? Aussehe. Sam Haya Yimma, dein Sohn ist ein Gangster. Kian! Leute, wir sollen jetzt hier warten, weil wir gleich abgeholt werden und dann in den Lounge-Bereich gehen. Ich weiß auch nicht, wo das ist, aber es wird, glaube ich, nice. Freu mich. Ich freue mich nicht. Wir werden entführt einfach. Wo hocken ich dann jetzt? Das ist so heftig. Ist das die gleiche Bühne wie letztes Mal? Ja, das ist trotzdem die gleiche Bühne. Okay, das ist die gleiche Bühne wie letztes Mal. Wohin müssen wir, ist die Frage. Hey! Kian! Spring auf die Bühne jetzt sofort! Ey, das ist so geil. Guck mal, wie viele einfach von Kian hier am Start sind. Der ganze Kian-Drop ist am Start, Leute. Ich habe mir auch jetzt nochmal Wasser geholt, Leute. Ganz wichtiger Hase. Was gibt's denn da zu lachen? Bro, das Ding ist, wir werden einfach von DSDS mitgenommen. Vielleicht sperren wir uns ein. Vielleicht kommen wir nicht. Bro, das wäre gar nicht gut. Das Ding ist, ich wurde doch schon mal von dir und Einverstanden gesperrt. Ja, ich glaube, wir kommen ins Obsidian-Gefängnis. New York, Buchstab, flieg und flieg und hol Kian den Sieg! Oha, das war ein Special-Reim. Ach, die Liebe, flieg und sieg! Leute, wir dürfen einfach... Yeah! Guck mal, wo wir sitzen! Oh mein Gott! Die dachten sich auch, was sind das denn für Leute, die da hochgehen? Hey Leute, ich kann nicht. Das Finale von Deutschland sucht den Superstar! Monika! Monika und Kian im Finale, das wird richtig krass. Das wird krass. Da kommt der Superstar! Kian, bist du aufgeregt? Ich glaube nicht, oder? Kian!
war so übertrieben wieder gut, Leute. Bro, Kian hat auseinandergenommen. Safe. Kian auf einer Skala von 1 bis 10? Bro, ich dachte, The Weeknd wäre hier. Ist echt so, das war so übertrieben gut, Leute. Ja, ich geh's weiter. Wir rufen hier fleißig weiterhin an. SMS schreibt alles, was dazu gehört. Kian! Mit der Endziffer 01, Leute, wenn ich gewinne, ihr wisst nicht, was abgeht, einfach Skybase hier. Ich öffne die Augen und beginne den Tag. Und wieder Werbung. Wir müssen warten, bis es hier gleich wieder losgeht, Leute. Werbung, Werbung, Werbung. Wir nutzen natürlich die Chance und machen hier ausführlich Werbung. Kian! Schreibt mal in die Kommentare, welches Zeichen wir im Fernsehen machen sollen. Ich hab das Mikrofon von Kian. Ja, das ist er selber, das Mikrofon. Der Song hat wirklich sehr, sehr schwierige Techniken mit dran. Das sind wirklich Töne da oben. Und diese Töne da auch zu treffen und das alles im Live, nichts schießen und so, das ist eine Herausforderung, die ich euch stellen möchte. Wenn ich den Song eh mal höre, denke ich eh direkt an meinen Bruder. Das ist natürlich bei einer Person. Ohne diese Person schafft selbst so viel ist. Das ist die Erfahrung, warum wir immer nicht das als Sonnisch der hat mich damals gegangen gegen meinen Bruder, der mir immer zugehört hat, der mir immer gesagt hat, das ist immer so oder so. Alles immer so zu reden. Also alles, was er mir sagt, war immer alles richtig. Dieses Song bedeutet auch relativ viel. Hier an der Oberbühne steht genau da, wo ich immer stehen wollte. Das war Gänsehaut pur. Ich hab fast geheult. Dein dritter Song, finaler Song, das muss heftig werden. Freunde, einer von denen wird jetzt gleich Superstar sein. Freunde, wisst ihr, was das Lustige ist? Lustig hat ja gerade Dieter beim Kacken erwischt. Was ist das so? Beim Pissen oder Kacken? Hallo. Eins von beiden auf jeden Fall. Und Dieter hat mit fast 11 ein Foto gemacht. Und das Ding ist, Dieter wird jetzt auch nochmal performen. Also, was heißt das? Das heißt, das Letzte, was er vor seinem Auftritt gesehen hat, ist mein Gesicht. Sein Gesicht. Dieter Abi. Dieter! Freunde, es geht gleich los. Kian! Kian! Leute, Dr. Fleischhauer ist reingekommen. Leute, ich bin einfach sprachlos, keine Ahnung. Also trotzdem wirklich vielen Dank an jede einzelne Person, die Kian supportet hat, die wirklich auch Geld investiert hat in diese Anrufe.
wissen wir alle wirklich zu schätzen, aber ich muss jetzt erstmal klarkommen, dass Kian nicht gewonnen hat. Nein. Aber Freunde, das Leben geht weiter. Ich hoffe natürlich, Kian wird trotzdem seinen Weg gehen. Ich weiß auch, dass er seinen Weg gehen wird. Und mal gucken, vielleicht ist das sogar für ihn besser so gewesen, weil so ist er nicht mehr an RTL gebunden. Vielleicht kann er jetzt dadurch nochmal ganz woanders punkten. So, Monika. Pietro, kurze Frage. Denkst du, er wird seinen Weg trotzdem gehen, auch ohne RTL? Was heißt ohne RTL? Er muss einfach Gas geben. Und wenn er das macht, wird er ganz großer. Ist egal, ob du bei einer Show mitmachst oder nicht. Du musst im Leben Gas geben. Hungrig sein, geduldig sein. Wenn du diese Komponenten hast, dann bist du erfolgreich. Punkt. Hast du gehört? Und ich weiß, du hast all diese Komponenten. Du wirst es schaffen. Wir Fortnite! Leute, hier steht einfach Katja. Ich würde schon direkt neben Katja. Was ist das bitte? Was ist deine Meinung? Wird Kian unter anderem seinen Weg auch ohne DSS gehen? Auf jeden Fall. Kian sieht aus wie ein Superstar. Ihn sieht euch voll ähnlich. By the way, ist er sein Bruder, ja. So, aber trotzdem irgendwie voll krass. Kian ist cool. Kian kann cool tanzen. Kian sieht fresh aus. Und ich glaube, er wird auch seinen Weg gehen. Und auch für den TV machen. Oder auch auf TikTok, egal wo. Nur wie wir da mit den Fans. Das ist auch cool. Kian! Ganz viel Liebe an euch auf jeden Fall. Und guck mal, wie weit er gekommen ist. Ich habe gerade gesagt, du musst nie wieder erfolgreich werden. Leichte Beute! Oha! Oha! Ich hab nur Gutes gesagt. Du kannst deinen Weg gehen. Ich sag dir ehrlich, durch dich bin ich auch im Endeffekt der nächste. Ich sollte nicht welche Leute. Sag ich doch mal! Komm her! Woo! Und? Das wurde ja damals geliebt. Das hast du dann letztes Mal geliebt. Ich hab geliebt, der Fuß da. Er hat das extra gespannt, der Hintergrund. Ja, egal. Auf jeden Fall. Von mir jetzt noch irgendwann ein Jahr bekommen, dass du so weit gekommen bist. Ich bin voll glücklich, alles gut. Ich schätze das, ich weiß, dass es noch so weit schafft. Ich schätze das noch. Aber danke nochmal. Freunde, die 100.000 hat Kian nicht gewonnen, aber dafür gibt es jemanden, der hier die 20.000 gewonnen hat. Josef, ich habe gehört, du hast 20.000 gewonnen. Ja, Mann! Ich bin reich! Wie ist das passiert? Wie oft hast du denn angerufen? Also es lag nicht an mir, um ehrlich zu sein. Meine bessere Hälfte hat gewonnen. Sie hat das Telefon 20 Mal genommen, gewählt. Ja, 40 Mal. Ja. Mehr, 200 Mal! 1.200 Mal! Ich bin nur ein Zip. Die haben einfach im Gewinnspiel dort gewonnen, weil 20.000. Aber das Geld muss erst mal ankommen, Bro! Ja. Es muss erstmal ankommen, aber verdient, weil du so krass Kian supportet hast. Auf jeden Fall. Alle, jeder Einzelne. Kian ist einfach unser Superstar. Kannst du mal das hochhalten? Ja. Kian ist unser Superstar. Egal, was es jetzt passiert ist, er wird seinen Weg machen. Er wird auf jeden Fall Superstar und sein Song ist so geil. Leute, das Lied, was Kian jetzt unter anderem performt hat, ja, ich weiß ja unter anderem, wie viele Lieder er noch nicht geleakt hat. Es gibt so krassere Lieder, die er zu Hause im Studio unter anderem aufgenommen hat und die sind tausendmal geiler. Also vertraut mir, da wird noch ganz Krasses auf euch zukommen. Kian! Machen trotzdem weiter! Auch wenn er Vierter geworden ist, machen wir trotzdem weiter mit Kian! Keine Kraft mehr für Kian! Einmal noch Super Saiyan Kian! Kian! Ich wusste, im Keller von dir ist 3:33 Uhr, es geht wieder los! VIPs Kian! Digga, wir sehen aus wie Hooligans! Hallo! Na? Die Kian Gang! Bro, wir kriegen das schon hin, Stadi! Leute, ihr wisst gar nicht, was wir vorhaben. Wir wollen gerade nämlich undercover in die Aftershow-Party sein. Mal gucken, ob wir genauso reinkommen, weil alle waren richtig schick gekleidet. Bling, bling, glänz, glänz, mens, mens. Das kann nicht wahr sein. Wir gehen da zusammen rein. Sio geht einfach durch. Die kontrollieren ihn nicht mal. Wir gehen da spazieren. So, hör mal. Nein, komm raus. Ich darf nicht mehr so ein Flüchtling, also Importflüchtling, Bruder, aus Vietnam. Ich will die Corona schleppen oder so. Und wir gehen wieder essen, Leute. So ein strammer Modus, geht das noch dazwischen? Doof, Freunde. Wir haben wieder gerade 2 Uhr morgens und wir sind wieder dort, wo wir das letzte Mal auf waren. Ich habe mir einen Burger gegönnt mit Pommes. Was hast du dir gegönnt, Shani? Ui, oha! Ja, so wie immer, Shani hat 2 Teller, Bruder. Was hast du am BK mit Double Beef?
Boah, wir haben es einfach 3 Uhr morgens und wir kriegen so ein Essen, ich glaub's nicht. Achso, bei dir ist wieder 3 Uhr morgens? Bei mir ist 2 Uhr morgens. Es ist 3 Uhr. Nee, es ist wirklich 3 Uhr. Zeig mal, wie spät es ist. 3 Uhr. 4. Aha, wirklich 3 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Rückweg, das war es jetzt mit DSDS und ich wollte mich nochmal bei allen von euch bedanken. Jeden Einzelnen, der wirklich auch angerufen hat, der zum Hörer gerufen hat, der diese Nummer für Kian ausgewählt hat. Am Ende hat es halt für den 4. Platz gereicht. Ich bin trotzdem super stolz auf ihn. Er wird seinen Weg gehen, da bin ich mir ganz sicher, egal was passieren sollte. Vielleicht ist das gut sogar, dass das passiert ist, weil er jetzt mit RTL nichts mehr zu tun hat. Er ist aber in diesem Nebelvertrag drin und kann seinen eigenen Weg gehen. Ja, danke Leute. Freunde, noch von meiner Seite aus ein fettes Dankeschön an jeden, der mich auf diesem Weg supportet hat. 4. Platz von 29.000 Bewerbern. Ich bin absolut glücklich und ich sage euch eine Sache, gestern ist etwas passiert auf der Aftershow-Party und jeder Anruf von euch hat sich gelohnt, es war nichts umsonst und ich wurde gestern mit was viel, viel Schönerem belohnt. Stace macht die ganze Zeit Faxen einfach. Und das seid ihr. Und deshalb, ich bin euch unendlich dankbar dafür und ich kann einfach nur sagen, danke für alles und ich verspreche euch. Nach 400 Metern auf A1 fahren. Und ich hoffe, ihr werdet diese Musik genießen und euch freuen, wenn ich euch damit erreichen kann. Und deshalb ein riesen Dankeschön von meiner Seite, egal was ihr getan habt. Danke Leute für alles. Wir sehen uns ganz normal weiter. Es geht hier wie gewohnt weiter, morgen schon mit dem nächsten Video. Und ich freue mich schon auch auf den nächsten Livestream. Haut rein, Peace.